Hallo und einen wunderschönen Mittag aus dem wundervollen Alanya. Es ist hochsommerlich hier. Ich schätze mal, hier sind es jetzt 34 Grad im Schatten. Es ist wirklich warm und wir sind hier parallel gefahren mit unserem Auto und unserem Quad hier oben in den Bergen von Alanya, in der Nähe vom Alanya-Zeichen, haben diese schöne Aussicht hier unter uns und hier ist es wirklich total schön. Hier gibt es ein Restaurant, das ist sehr, sehr gut und da sind wir gerade mit Bekannten von uns essen. Die waren jetzt hier im Urlaub, haben mal geguckt, was es in Alanya so Neues gibt, waren auf YouTube, haben uns da entdeckt und gesagt, hey, wir kennen es doch von früher, wollen wir uns mal treffen? Ich so, klar, wir holen euch ab und dann fahren wir hier oben mal richtig schön essen. Ja? Und sie ist wunderschön. Und die haben mich auch gerade gefragt, als ich sie vom Hotel abgeholt habe, sowas wie, ja, seit wann seid ihr denn ausgewandert? Und ich gesagt, ja, eigentlich sind wir gar nicht ausgewandert. Also wir sind in Deutschland, wir sind da gemeldet, wir zahlen da Steuern, ich habe da meine Gewerbe. Wir haben da eine Meldeadresse, wir haben auch das Finanzamt, das guckt auch gerne mal hier die Videos mit, hallo. Und wir leben aber in der Türkei und das seit fast 2,5 Jahren. Ja, sind nur ganz selten mal in Deutschland, so einmal im Jahr, mindestens mal einen Tag, weil das muss man da sein, um weiterhin gemeldet zu sein. Ich hatte damals mit meinem Einwohnermeldeamt gesprochen, die hatten gesagt, nee, melden Sie sich erstmal nicht ab, gucken Sie da erstmal, wie es Ihnen da gefällt, wo Sie da hingehen. Und solange Sie einen Tag im Jahr da sind, in Ihrer Meldeadresse, können Sie ja auch weiterhin gemeldet sein. Ja? Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen ganz viele Videos gesehen zum Thema mehrere Pässe haben, mehrere Aufenthaltsgenehmigungen haben in verschiedenen Ländern und auch die Probleme mit dem deutschen Finanzamt, wenn man ausgewandert ist, aber vielleicht auch eine Wohnung hat oder ein Haus. Da muss man ganz gewisse Sachen beachten. Darf da eigentlich gar nicht mehr so oft hin, höchstens mal ein, zwei Wochen in Ferien, aber am besten ist es vermietet oder ist es verkauft, weil wird das deutsche Finanzamt oder der deutsche Staat will einen immer wieder in die Steuerpflicht zurückholen. Ja, also ich könnte zum Beispiel mit meinen Firmen schon irgendwie ins Ausland gehen, aber das wäre eine sehr, sehr große Probleme. Ja, ich habe verschiedene Firmen, ich habe GmbHs, ich habe eine UG, ich habe eine Personengesellschaft, die ist aber im Handelsregister eingetragen. Ich bin also seit vielen Jahren, seit 20 Jahren tief im deutschen Steuersystem drin. Und die lassen einen dann nicht einfach so raus. Ja, auch als YouTuber, wenn man seine Kunden quasi mitnehmen würde, sagen, ich melde alles ab, ich mache irgendwo anders YouTube-Videos, die können mich mal am Arsch lecken sozusagen, dann nimmt man seine Kunden ja mit. Es gucken ja weiterhin Deutsche die Videos. Ne? Also das Ganze ist sehr hochkompliziert, das kann man sicherlich alles lösen. Mit guten Steuerberatern und guten Anwälten kostet man einen Haufen Geld und ob sich das dann lohnt, ist die große Frage. Für uns lohnt sich das nicht. Ja? Jeder muss das natürlich selber wissen. Also wir verdienen auch nicht ganz so viel Geld, dass wir jetzt so viel Steuern zahlen. Ich glaube, auf unserer letzten Steuererklärung habe ich gesehen, wir sind ja verheiratet, wir haben drei Kinder. Wir verdienen nicht horrend, ja, wir verdienen gut, aber nicht horrend. Ich bin ja selbstständig und wir haben so einen durchschnittlichen Steuersatz, stand in der letzten Steuererklärung, von 25%. Ja. Das bedeutet, ich habe sehr wenig im Spitzensteuerbereich, was sich da abspielt. Also ich verdiene gut, aber ich verdiene nicht so gut wie jemand, der jetzt wirklich Millionär ist und der ständig hier große Summen reinkriegt. Ja? Und deswegen lohnt sich das für uns einfach nicht, der ganze Aufwand, den es bedeuten würde, alles abzumelden und so. Und ja, genau. Und ich finde diese Art von Weltbürgertum, ja, ich habe mir irgendwo mal reingeschrieben, Weltbürger, ich finde diesen Begriff so schön und ich finde auch dieses Gefühl so schön, dass man sagen kann, wir leben jetzt gerade in der Türkei. Wir haben auch in der Türkei Geld investiert in Immobilien, weil wir das schön finden, weil wir hier direkt am Markt sind, wir können das hier gut beurteilen, ja. Wir sind auch gut connected jetzt mittlerweile hier. Ich sehe irgendwo ein Video, ein Freund von mir, der Ali, der ist ja auch Makler und der sagt, hier, guck doch mal, Lars, da gibt es eine Möglichkeit und hast du da Interesse, bevor überhaupt ein Video gedreht wird, sehe ich schon die guten Objekte, ja, und kann mir das vielleicht vorab mal angucken oder drehe auch gleich auch selber ein Video für uns oder für Bekannte oder Freunde von uns, ja. Das ist ein riesen Vorteil, den wir hier haben. Aber wir haben noch die Firmen in Deutschland, wir haben ganz viele Konten in Deutschland, wir haben auch ganz viele Konten hier in der Türkei.
Ich habe auch ein Weiß-Konto, ich habe auch ein Revolut-Konto seit ein paar Tagen. Das sind so Sachen, so Zahlungsdienstleister, mit denen kann man dann sehr gut und günstig Geld tauschen, wenn man mit der Karte bezahlt zum Beispiel, oder günstig Überweisungen machen. Also ich habe sicherlich in Deutschland und hier mit der Alexandra zusammen bestimmt 20 Konten. Ja? Und alles schön verteilt, das Risiko aufsplitten auf verschiedene Länder. Ja? Und rein tendenziell würde ich sagen, ich hätte gerne noch mal ein drittes Land irgendwann mal dabei, wo ich sage, da haben wir vielleicht auch eine Wohnung, können auch da hin und wieder mal bleiben, haben da vielleicht auch ein Konto und so. Aber so einfach ist das Ganze nicht. Ja? Der Riesenvorteil hier an der Türkei und Deutschland sind mehrere Dinge. Ja? Es gibt ein Sozialversicherungsabkommen, wo auch die Krankenkasse mit reinspielt so ein bisschen. Wir konnten uns quasi aus der deutschen Krankenkasse verabschieden, weil wir länger als ein Jahr hier am Stück gewohnt haben und sind jetzt hier in der Türkei krankenversichert. Wenn wir nach Deutschland gehen, müssen wir eine Auslandskrankenversicherung abschließen oder eine Incoming-Versicherung abschließen, dass wir in Deutschland überhaupt versichert sind. Wir sind in Deutschland momentan nicht versichert, aber in der Türkei. Wenn wir nach Dubai fahren, hatte ich ja auch eine Auslandskrankenversicherung gemacht. Das geht aber nur, weil es ein Abkommen gibt zwischen der Türkei und Deutschland. Ja, unsere Kinder sind hier auf der Schule, die sind hier im Schulsystem, die haben hier eigene QR-Codes. Wahrscheinlich kann auch Deutschland da irgendwie drauf zugreifen. Ich weiß es nicht genau, aber wir konnten unsere Kinder in Deutschland von der Schule abmelden, weil die hier in der Türkei auf die Schule gehen. Ja, das ist auch nicht mit jedem Land so einfach und teilweise werden auch das dann anerkannt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen würden, dann könnten wir sagen, ah, die waren hier in der Klasse, was ich, 6, 7 und 8 und die können dann halt nach dem Schuljahr in 7, 8 und 9 dann gehen, so als Beispiel. Ja. Das ist sehr gut geregelt. Ja. Mit Rente gibt es Abkommen und es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen, was es zum Beispiel mit Dubai nicht gibt. Das bedeutet, alles was in Deutschland passiert, meine Firmen, meine Gewinne, alles was da ist in Deutschland, das wird in Deutschland bearbeitet und auch die Steuern bezahlt, weil Deutschland reißt sich das alles an sich. Alles was hier in der Türkei passiert, wie jetzt Wohnungen verkaufen, wenn wir mal eine verkaufen, Mieteinnahmen und sowas, das muss alles hier in der Türkei versteuert werden. Ja. Das muss aber auch dann nochmal gemeldet werden ans deutsche Finanzamt, falls man mal Einkünfte hat, wir haben noch keine, damit die das dann halt auf den Gesamtsteuersatz so ein bisschen reinrechnen können. Ja. Also man würde dann auch mehr Steuern zahlen, wenn man hier mehr Einkünfte hat. Das wird dann halt sozusagen zusammengerechnet, dann würde der Steuersatz quasi ein bisschen steigen. Ja. Nur mal so als Info, ja. Und ich finde diese Lösung mit diesem, wir leben halt in einem anderen Land und wir haben nicht alles hinter uns gelassen, nach 2,5 Jahren, sehr, sehr gut, ja. Ich habe jetzt gestern Abend mehrere Videos gesehen, wie die deutschen Steuerbehörden fahnden nach den Leuten, die Deutschland verlassen und noch irgendwo Geld verdienen, ja. Die gucken dann so, wie viele Tage sind die denn da? Die gucken auf Social Media, die gucken ja auch bei uns hier Videos mit und so. Ist da irgendwas faul? Ist das alles in Ordnung? Damit du weiterhin halt irgendwie Steuern zahlst in Deutschland. Ja? Und wir haben das Problem halt nicht, weil wir zahlen halt weiterhin Steuern in Deutschland. Ja? Das ist halt dann unser Vorteil. Da muss ich mir halt jetzt keine Gedanken drüber machen, dass ich irgendwas falsch mache, weil ich halt alles in Deutschland versteuere, bis auf die Sachen, die halt hier dann passieren werden. Ja. Ja, und was auch bedeutet, ich könnte halt auch mal 3 Monate in dem Land, dem, 3 Monate in dem Land, dem und so weiter und so fort. Ja. Ich denke mal, es gibt Situationen, da ist es deutlich besser, alles hinter sich zu lassen. Freunde von mir, die haben keine Einkünfte mehr in Deutschland, die haben alles verkauft, die haben sich abgemeldet, die haben keine Wohnung mehr dort, da kommt kein Geld rein. Und warum sollen die sich noch weiterhin in Deutschland Steuern bezahlen? Die haben ja keine Einkünfte. Also die sind hierher gekommen, haben sich abgemeldet und die müssen auch keine Steuern mehr zahlen. Da macht das Sinn. Ja? Wenn du jetzt so viel Geld verdienst, dass du nicht 25% im Durchschnitt Steuern bezahlst, sondern vielleicht wirklich 40 oder 42, weil du so viel verdienst, dass du wirklich ganz oben bist, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, hey, wenn ich hier jedes Jahr Gewinn habe von mehreren Millionen Euro, doch zu gucken, wie kann ich das machen, um das zu optimieren, dann spare ich ja wirklich 1 Million oder so im Jahr. Da macht natürlich Sinn, sich dann mit einem Spezialanwalt und einem Steuerberater zusammensetzen, ein Firmenkonstrukt zu schrauben, um halt das Land zu verlassen, ohne weiterhin so viel
Steuern zu bezahlen. Ja? Das sind die Sachen. Und wenn man halt jung ist, wenn man noch gar nichts großartig verdient hat und sagt, ich will einfach nur in die Welt raus, ich will komplett neu starten, abmelden, nach Dubai zum Beispiel, sich anstellen lassen oder halt mit Startkapital dort eine Firma gründen und dann dort komplett neu starten und dann mit 0% Einkommensteuer, 9% Steuer, wenn man genügend verdient, also auf Kapital, also GmbH-Steuer sozusagen, Firmensteuer, und auf Kapitalerträge gibt es in Dubai ja auch nichts. Und jetzt kommt vielleicht noch der vierte Punkt, wenn man halt natürlich irgendwie ganz viel Geld im Hintergrund hat, also gar nicht viel noch verdient, sondern halt sagt, was weiß ich, man ist Bitcoin-Millionär oder man hat gerade irgendwie mehrere Häuser hier verkauft in Deutschland und hat plötzlich ein paar Millionen in der Hand und will das in Aktien investieren oder Bitcoin oder sowas, dann macht es natürlich auch Sinn zu sagen, ich melde mich ab und gehe in ein Land, wo ich dann halt für die Spekulation mit Aktien oder mit Kryptowährung nichts bezahle. Ja? Und uns geht es halt hauptsächlich darum, dass wir ein schönes Leben haben, dass unsere Kinder ein schönes Leben haben, dass sie eine tolle Schulzeit haben, dass die was lernen, was für deren Leben wichtig ist, dass die Spaß haben, in die Schule zu gehen. Ja? Und wir halt so ein Wetter zu haben wie jetzt, es ist Traum. Ja? Wir sind hier gerade sehr lecker essen, ganz tolles türkisches Frühstück gerade mit frisch gepresstem Orangensaft und Kaffee und Wasser und Chai, Tee, ja? Und leckeren Sachen hier aus der Region. Sehr, sehr toll. Und das ist halt Lebensqualität. Und ich bin so froh, dass wir so früh es geschafft haben, durch diese ganze Maßnahmen der letzten Jahre einfach zu sagen, jetzt gehen wir mal ins Ausland, wir gucken uns das mal an. Und es hat das so die Augen geöffnet und ich bin bereit, mir alles Mögliche schon noch anzugucken. Das Problem ist halt, etwas zu finden, was schöner ist als hier und eine bessere Lebensqualität bietet und noch nettere Menschen hat, da musst du schon lange suchen. Also ich habe auch noch nichts gefunden, was schöner ist als diese Stadt und nettere Menschen als hier. Also es ist einfach toll. Und das Tolle an Alanya ist halt auch dieses Multikulturelle. Du bist hier nicht, du bist hier halt einfach gern gesehen, weil hier so viele Ausländer halt sind. Das ist so ein Melting Pot und ich hatte jetzt vor kurzem ein Interview gesehen mit einem deutschen Rapper, der in China lebt. Score heißt sein Künstlername auf Deutsch. Der spricht perfekt Chinesisch und wohnt in Shenzhen, heißt es, glaube ich, der Ort. Und er hat gemeint, das ist die Stadt in China, ich glaube auch 17 Millionen Einwohner, Riesenstadt mit den meisten Ausländern. Und die haben irgendwie das Motto, komm nach Shenzhen und du bist ein Shenzhener oder sowas. Ja? Also so ein New York, so ein Berlin, so ein Alanya, ja? Wo du als Ausländer halt mit vielen Ausländern halt zusammen bist. Und in China bist du anscheinend schon Ausländer, wenn du irgendwie drei Dörfer weiter herkommst. Das hat er erzählt in dem Interview. Ich kann euch das Interview aber unten verlinken von der Jasmin Kosobek. Da habe ich ja auch mal ein Interview gegeben. Also mega cooler Typ und super interessant. Ja. Und ich mag das halt. Ja. Ob ich jetzt irgendwo im Hinterland, wo keine Europäer sind, auch glücklich sein könnte, sicherlich. Da müsste ich halt auch die Sprache besser lernen. Ich müsste mich mehr anpassen. Aber so ist es halt hier in Alanya. Man trifft Russen, Ukrainer, Niederländer, Norweger, Briten, Deutsche, Türken, Iraner, Iraker, Libyer. Wir haben ja ein gemischtes Haus, wo wir wohnen, ganz viele Nationalitäten, ein paar Deutsche, ein paar Deutschen, ein paar Pakistanis. Und wir kommen alle gut miteinander klar. Und das ist total cool. Ja. Und jetzt ist es hier wirklich heiß und deswegen sage ich jetzt nochmal Tschüss aus diesem wunderschönen Alanya. Und ich bin hier noch nie lang gelaufen. Man kann hier quasi den Berg runterlaufen und lauter Spielplätze und Orte, wo man sich hinsetzen kann. Aber es ist heiß.